Der Herr sagt, suche mich und setze dein Vertrauen auf Heilung nur in mich. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. August 13, 2010, von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn, gesprochen zu Timothy, für eine Schwester in Christus und für all jene, die Ohren haben und hören. Eine Schwester in Christus schrieb, Hallo Timothy, ich habe mich gefragt, ob es angebracht wäre, dich zu bitten, deine Hände auf mich zu legen für eine Heilung. Ich habe einen Bandscheibenvorfall nach einer Verletzung bei der Arbeit. Ich weiß, dass ich geheilt werde. Der Herr hat mich fortlaufend geheilt. Wir sind auf dem Weg von Illinois nach Colorado und wir werden an diesem kommenden Sabbat Nebraska durchqueren. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, würde ich mich freuen, von dir zu hören, ob und wo wir uns treffen könnten. Vielen Dank. Das sagt der Herr. Geliebte, was ist die Kraft eines Menschen? Er hat wenig und was er hat, nützt nichts. Und welche Heilung kann erreicht werden durch einen Mann, der kein medizinisches Wissen hat? Gibt es dafür nicht Ärzte? Die Gabe der Heilung durch den Geist ist aber wahr. Eine solche Heilung aber geschieht durch den Glauben und durch komplettes Vertrauen in mich und in die Macht meines Namens. Es hat wenig zu tun mit demjenigen, der ihn anruft. Nicht einmal Timothy hat diese Gabe, noch wohnt die Kraft zu heilen in irgendeinem Menschen, aber Timothy hat es ausgeführt, aber nur dann, wenn meine Anwesenheit stark auf ihm war und mein Wille in sein Ohr geflüstert wurde, dass er meinen Namen anrufen solle, um dies durchzuführen, was ich tat, aus Distanz und durch das Auflegen der Hände. Ich bin der Herr. Bei dir ist es aber nicht mein Wille, dass Timothy dies tun soll. Es ist mein Wille, dass du ihn überspringst und auf mich blickst. Schau an ihm vorbei und suche mein Gesicht und setze dein Vertrauen in den Geliebten. Denn dies ist auch, was ich von Timothy verlange, worin Friede und Heilung jeglicher Art fließt. Und was wünsche ich von einer Tochter? Was ist wohlgefällig aus meiner Sicht? Eine Tochter, die mich liebt, die mich an die erste Stelle setzt in ihrem Herzen. Eine Dienerin, die sich an meine Gebote erinnert und sich an ihnen erfreut und sie auch tut. Indem sie in mir ruht am Sabbat, den ich von Anfang an geheiligt hatte. Ein Segen, den ich für sie gemacht habe, durch welchen sie auch ihre Liebe zu mir offenbart, indem sie ihn heilig hält. Ich bin der Herr.